Bier machen? Das geht ab. Wir fahren jetzt. Los. Ein bisschen los das Intro. Wir waren gerade essen. Fußball-Challenge. Ich weiß gar nicht, was für ein Intro ist. Fußball-Challenge, ja. Nice. Aber nicht so, wie wir sonst machen, Freunde, sondern wir fahren zu einem Fußballplatz in Berlin und wir hoffen, dass da gegnerische Teams sind. Squad. Sidney, Friede, Eli Geller, Micha, Eldos und sein Bruder. Und dann haben wir Marlon noch als Auswechsler und es kommt noch ein Kumpel, vielleicht Timur, weil mein Rücken übelst weh tut, ne? Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich war vorgestern Rücken trainieren, Kreuzheben, komplett rasiert worden. Mein unterer Rücken tut so weh, aber Eli Geller kennt keinen Schmerz. Ich werde ein paar magische Momente haben. Wir fahren jetzt zum Platz. Savini. Wir hoffen, da sind welche. Merkt ihr die Qualität? Der zieht sich einfach die Schuhe aus. Ja, ist unmöglich, ne? Ja, er versucht das seit einer Stunde jetzt. Unangenehmerweise sind wir jetzt hier beim Savini-Platz. Digga, das sieht aus wie bei meiner Freundin, der Arm, ne? Ich meine es ernst. Das ist auch so weich und so. So, nichts los. Pass mal an. Also, warte mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier. Hier begann wirklich alles, Freunde. Hier habe ich ihn. Hier haben wir uns kennengelernt. 8 Jahre später sind wir hier. Es sind, Freunde, 26 Grad Sommerferien. Früher, vor 8 Jahren, die jetzigen 20, 22, 23-Jährigen fühlen mich. Hier war alles voll, ne? Das war alles voll. Da haben wir die so krass eingeschult. Das ist Schatten, Mann, wie cool. Ja, es ist echt cool. Na, schade. Ja, ich war traurig, ich war der Beste von uns. Platz Nummer 2. Ich weiß nicht, ob wir was aufnehmen können. Wir sind zum nächsten Platz gefahren. Ist einfach immer noch leer. Also, das ist echt beeindruckend. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich auch einfach nur verstrahlt. Aber ich kenne das so. Sonntag, alles hat zu. Man geht mit seinen Jungs ein bisschen kicken. Kenn ich so von früher. Besonders jetzt so, man kann ja wieder Fußball spielen. Ist ja nicht mal so, dass man nicht darf wegen Corona oder so. Dann hat hier gerade einer von uns nochmal jemanden angerufen und er sollte beim anderen Platz zugucken. Da ist auch niemand. 3 Plätze, alle 3 haben einfach keine Spieler da. Und es sind 3 gute Plätze. Also es ist nicht so, dass wir da, also ich bin wirklich geflasht, ne? Entweder fahren wir jetzt zu Hertha und nehmen da so eine klassische Fußball-Challenge auf, weil hier können wir nichts machen. Wenn sich irgendjemand hier traut mit uns, wir sind hier, wir waren hier, Hacker da. Ja, wir waren hier, Digga. Traut sich keiner, seht ihr doch, Mann. Der Mann hat hier so intensiv rüber gespielt gerade. Also wirklich, ey, nice Fußball-Challenge bis jetzt. Wir fahren jetzt zu Hertha. So. Hi, wir sind wieder hier bei Hertha BSC. Hau, hey, Hertha BSC. Wir nehmen jetzt hier eine klassische Fußball-Challenge auf. Ich glaube, das ist das Beste, Freunde. Ich habe mir auch überlegt, nicht, dass da irgendjemand einen umhaut. Dann gibt es da Stress und so. Dann Friede ja auch mit seinem Knie. Der hat da leichte Probleme. Und ich habe einen Bandscheibenvorfall. Safe, ne? Wäre lustig geworden, aber was soll man machen? Alles hat einen Grund. Vielleicht hätte Friede sich da das Kreuzband gerissen oder Eldos, ne? Deswegen machen wir jetzt hier, aber wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht. Versuchen, andere Challenges aufzunehmen, als wir sie schon hochgeladen haben. Lasst ein Like da. Wie viele Likes? 80.000. 80.000 Likes, Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sehen, aber es wird bestimmt in 2, 3 Jahren noch geguckt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos. Kuss. Du kriegst den Ball nicht. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Merkst du, guck mal hier. Und hier. Und ganz schnell. Und ganz schnell, Chat. Und dann hier. Das ist mein Outfit of the Day, Freunde. Ich habe ein Richard Richarlison-Trikot, wie man es kennt. Er ist der Beste und Coolste. Und weil ich keine kurze Hose mehr hatte, musste ich eine Badehose nehmen. Aber ich kann damit arbeiten. Freunde, wir machen das gleiche Prinzip wie letztes Mal mit den Punkten einblenden. Der erste kriegt 3 Punkte, der zweite 2, der dritte 1 und der letzte 0. Wir sind wieder 4. Eldos, dein Bruder, Sidney und ich. Punkte werden danach immer eingeblendet. Erste Challenge, Latten schießen. Lasst ein Like da. 80.000 Likes, oder? 80.000 Likes. 80.000 Likes. Sie abonniert den Kanal kostenlos, Freunde. Wir machen jetzt so alle 6, 7 Wochen eine Fußball-Challenge. Ihr könnt mal reinschreiben, wer bei uns in den Challenges immer mal mit
machen soll. Und falls ihr Ideen habt für neue Challenges. Ja, ja, genau. Neue Disziplin. Gerne reinschreiben. Ja. Weil wir können nicht gegen andere spielen, außer man organisiert halt so 16 Leute von sich aus. Aber so random ist das, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Deswegen schreibt mal gerne rein. Ja. Drei Schütze, nicht mehr mitzählen. Aha. Oh mein Gott. Borussia Dortmund, auch einfach mal vorbeischlurpern da. Ist Quatsch. Bisschen mehr die Hüfte. Oh, oh. Nee, ist Quatsch. Jawohl. Linkere Latte. Linkere Latte. Oh, ey, super cool, Eli. Leute, linkere Latte. Ah, das ist kein Freistoß, Eli. Aber ja, okay. Das war aber kein Freistoß gerade. Hast du gesehen, wie viel drei dabei hatte? Reingezwirbelt. Digga! 0 von 3, Digga, das ist schon wieder scheiße. Ich hab's gleich für Nippel. Okay. Das ist schon wieder Quatsch, Digga. Null. Bei mir waren auch also wirklich alle drei schon sehr knapp. Alle drei schon sehr knapp gewesen bei mir. Ja, doch, 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 doch. Die kommen immer gleich. Nee. Ey, wenn der jetzt einmal Latte trifft, ne? Das wäre so schwach eigentlich. Ey, du musst nur einen treffen für den Sieg, ne? Ja. Ja. Stange, Stange. Nee. Alter, der Mann hat zurückgekommen. Jetzt. Erster Platz. Oh mein Gott! Er trifft mit. Der gewinnt gegen uns mit einem Treffer. Freunde, wir machen jetzt, wir drei nochmal. Jeder hat drei. Er hat schon gewonnen, der Zweite und Dritte wird. Ja, aber Lattenschießen ist echt, das ist random. Von ihm ist auch echt nicht warm auf jeden Fall. Ja, okay, aber das ist eine Mitte. Das ist normal. Das nicht reinschalten? Ich hab sogar eine Pumpe. Oh! Kein Frauenhaft. Oh, tschüss. Tschüss. Friede muss mindestens einmal treffen. Er trifft einmal. Scheiße, Digga. Wenn er jetzt nochmal trifft, dann ist er Zweiter. Scheiße. Ja, okay. Könnte cool werden, wenn du alle drei machst in 21 Sekunden. Okay, wir machen jetzt die Two-Touch-Challenge. Das heißt, Eli wird mir im Flugball zuspielen. Ich muss innerhalb des Kreises den Ball annehmen und kann dann schießen, entweder aus der Luft oder vom Boden. Je nachdem, wie ich den Ball verwerte. Drei Bälle. Dann sollen wir 5 machen. Auf geht's! Ja. Merkst du selber, Friede? Merkst du selber, Friede, Part 2. Mike kommt nicht an die Latte. Oh ja! War der drinne? Ja. Ja, Digga, spring doch mal. Gute Ball. Können wir mal kurz über die Flanken sprechen? Eli Heller legt das Parkett, worauf Sidney tanzt. Ein Weltspieler. Ich mache jetzt ohne Brust die Ballannahmen, nur mit dem Fuß, weil ich Qualität habe. Vielleicht werde ich da so schletzer. Aber ich mache das, weil ich ein Spieler bin. Boah. Oh, Patafix. Bring sie mir mal hier. Ich brauche sie hier so. Boah! Digga, bei mir hält er. Digga, das ist so krass gefaked, ne? Bei ihm, das bleibt einfach stehen. Aber der erste Kontakt ist da und ich mache die alle mit dem Fuß. Guck mal den Ball an. Muss ich beeilen, das wäre schön. Die Hüfte, die Hüfte.
Digga, ich war bereit eigentlich. Boah. So krass gefällt, Digga. Digga, der ist oben rechts. Was soll ich da machen? Elison. Boah. Wie gefällt dann Messi, dass er immer so schöne Tore macht? Das ist doch kein Wunschkonzert. Hä? Was? Er war zu weit weg. Was? Ey, der war zu weit weg. Letzter Ball jetzt hier. Du musst ihn nehmen, wenn er geschossen. Das war Quatsch, Eldos. Das hier ist die jetzige Tabelle. Die nächste Challenge ist die Nothing But Net Challenge. Viele von euch kennen die bestimmt. Doch für die Leute, die sie nicht kennen, hier ein kleines Tutorial. Jeder Spieler hat pro Durchgang einen Schuss und muss aus einer gewissen Entfernung immer das Tor treffen, ohne dass der Ball vorher den Boden berührt. Also quasi nur hinter die Torlinie bzw. direkt das Netz. Nach jedem Durchgang wird die Entfernung zum Tor größer. Es ist selbsterklärend, ihr werdet es sowieso gleich verstehen. Also los geht's mit der Challenge. Level 1 ist langweilig, deshalb schnell zu Level 2. Latte zählt nicht. Latte kostet zählt nicht. Ich weiß nicht, was weißt du, ob ich dem wie eine Flanke machen soll? Oder halt so Englisch Flanke? Englisch. Das ist die. Und jetzt verkackst du. Nee. Ey, das kommt nicht so weit. Der kann nicht so hoch schießen. Freunde. Jetzt ist schwer. So, 30 Meter. 30? 25. Sieht schon haarig aus, ne? Aber Latte, ich probier jetzt aber Latte. Latte schießt nicht, Latte zählt nicht. Ich kann die englischen nicht, das ist das Problem. Sieht haarig aus. Ja! Latte! Latte! Er wollte die Latte treffen. Hast du gesehen, ey? Cristiano Ronaldo, die Chance hab ich. Wie süß. Das war Roberto Carlos. Ja. Und da ist er weg! Nein! Ja, so wollte ich ihn eigentlich schießen. Komm, ich geh dich die Chance hab ich. Hey! Hey, die! Englisch. 40 Meter. Sind es 40? Ich glaube schon. Digga, komisch, dass alle noch leben hier. Wenn es jetzt trifft, ihr das Tor nicht. Nach links oder so. Ja, ist auch schwer. Boah. Kein Problem. Strong. Alter, was ist das? Ich hätte dein ganzes Leben nichts anderes gemacht, außer verraten. Hab ich auch nicht. Erwin trifft vielleicht Eldos auf keinen Fall. Ich glaube, ich join dich gleich. Ich komme jetzt zu dir. Eldos und Eli, ich bin jetzt um den vorletzten Platz. Was ist, wenn wir die ganze Zeit nicht treffen? Ja, bis einer von euch trifft, Mann. Und danach mache ich und Erwin weiter, bis wir den ersten Platz damit haben. Das zählt nicht mal! Latte zählt nicht! Latte kostet zählt nicht! Ja, Junge! Ey, und dann gehe ich von hier als letztes, also obwohl ich Latte getroffen habe. Eli, immer noch einen Punkt. Ich muss performen, Digga! Ich weiß nicht mal, wie ich die angehe. Ich glaube. Einfach einen langen Ball, schau. Lange Pass. Du brauchst so eine. Ich hängt so in die Ecke, ne? Nee. Ja. Oh! Aktueller Punktestand. Erwin hat jetzt 5 Punkte. Ich hab 7. Ich hab 5.
Aber sehr unglücklich. So, vierte Challenge, Freunde. Hier, die Gala muss kommen, aber bis jetzt auch sehr unglücklich gelaufen. Wir machen jetzt, der Knecht flankt den Ball immer rein. Wir müssen mit ersten Touch, ne? Erster Touch, jeder 5 Poletten und danach gibt's halt Punkte, lol. Flanken-Challenge. Erster Kontakt. Ansatz super. Zeig's mir. Nee. Ich mag die Messi, weil der immer so schöne Tore schießt. Dabei. Nee, ey. Ey, komm mal hier. So rein. Jetzt dabei. Ja. Nee. Ich mach zwei, mindestens. Nee, stell dich mal da bitte rückschützen. Ich brauch jetzt die Connection. Die Connection seit 8 Jahren. Du musst spielen. Oh, die kann er. Hallo, ey, aber gut dabei. Oh ja, willkommen. Da ist er doch. Der war nie weg. Und wie geht's? Zeig, wie geht's? Guck mal hier. Und dann so rein. Ey, gut dabei, ey. Danke, Mann. Gib ihn her. Aber ich würde den auch mit der Nein, ja, du hast recht. Ich will einen richtig reinpfeffern halt. Ich will ihn aber reinpfeffern. Ey, ich mag jetzt Stürmer, ich bin Sechser. Den hat er genommen. Soll ich die Dinger bringen? Ey, das ist gar nicht so einfach. Ganz so mal schwer. Hey! Machst du gut da vorne im Sturm. Aber die sind auch sehr nah, ey, gar nicht. Gib mir hier. Ja, die sind zu nah. Ja, aber die kamen mit Druck, Digga. Bei dir musst du ja nur mit dem Kopf. Die sind ja schon drin. Ja, und die sind mit dem Kopf drin. Ja. Da ist er, das ist Frittenfried. Viele hat er einen, ne? Zwei noch. Ja, aber. Boah! Der hält sich verdient. Der hält sich verdient. Versuch mal irgendwas richtig Schweres, dann ist nämlich Verlängerung. Boah! Ja, okay. So eine verrückte Nudel. Männer, Sydney, Ermin und ich haben drei. Nee, haben einen, ja. Jetzt ist Verlängerung. Jeder hat drei Schüsse. Digga, Micha braucht da so eine schnelle Reaktion. Was soll ich da machen? Robert, ja. Einer noch. Micha war bereit. Ja. Nee, nee. Der ist gut. Wow. Ich bin Peter Crouch jetzt, Radamel Falcao. Warum lachst du? Hallo? Guck jetzt die Bogenspannung. Gib mir die Bogenspannung, ey! Bragte! Guck mal hier, das ist ja einfach. Einfach positionieren und dann rein. Falcao! Bisschen an Talent auch, aber ja. Falcao! Mit viel Training kann man das lernen. Radamel! Eigentlich wollte ich nicht hin, aber ich hab's einfach. Die Sonne, ey! Die Sonne ist von da! Die Sonne, ey! Sag mal die Sonne! Doch, ey! Mach das Ding jetzt! Mach mal weg! Oh. Nee.
Wieder Verlängerung? Macht's gut. Ja, macht er einfach. Macht er einfach, aber reicht ja auch. Mach einen Freirückzieher-Tor. Mach's wirklich noch. Komm her, die. Ich muss mich vorher schon hinlegen. Ja. Oh. Es ist okay, ein bisschen Talent und viel Training. Hey, Mann, hey, jetzt! Digga, es kann nicht wahr sein, dass wir das hier wieder einhaben. Gigi. Oh! Oh. Mann, ich hab meine Hand gebrochen. Rahim! Ah. Hätte mir nicht gefallen. Jungs, letzter Durchgang. Ist nicht so einfach. Delikatas, Bandscheibe, Real Talk. Springt die gleich raus, hier liegt die gleich. Scheiß Drecks, Kreuzheben. Nur zwei durch, also zwei Versuche nur. Ja, was denn? Ich mach jetzt hier zwei. Guck mal hier, mit der Innenseite. Gewonnen. Was denn? Mal noch ein bisschen flacher, hey, guck mal, komm ich mal an, hey. Oh. Physikalisch unmöglich so. Ist unmöglich? Ja, okay, Ermin hat gewonnen, Freunde. Ich glaube, Sydney hat 8, ich habe 3, ne? Du hast? Und du hast? 8. Okay. Nächste Challenge, wir müssen immer in den Zwischenraum treffen. Der Ball darf auch flach sein und wir gehen wieder vor, immer eine Linie weiter. Ich habe jetzt 11 Punkte wieder gewonnen. Ich habe 7. Und ich habe 9. Ich müsste auch 9 haben. 9 oder 8, eins von beiden. Er hat verloren, kriegt Arschputz her. 9 oder 8, eins von beiden. Arschputz, wie passt dein Arsch hier? Wie funktioniert das? Spuckweite würde ich sagen. Kennst du? Nee. Du spuckst und von da dürfen wir schießen. Naja, weiß ich nicht, Digga. Ich schieße von da, wo ihr steht. Okay, Linie. 5 war? Ja. Ey, aber chill ein bisschen. Jeder hat zwei Schüsse? Jeder hat einen Schuss. Ein Schuss. Niemand hat dir was zu sagen. Es ist ein bisschen Wafer. Ich freue mich so, ich darf endlich Eli mal wehtun. Siehst du durch? Ja. Nein. Komm, ja, Junge, du, wie weit bist du weg? Und dann dürfen wir auch einen Meter vor. Hä, was denn? Du stehst im Tor da, einen Meter drin. Ach so, ja, dann geh zurück. Ich bin nicht da. Ich passe mich an wie ein Chamäleon. Mach, wenn du bleibst. Das ist richtig. Mach, du triffst nicht. Du triffst safe nicht. Ich mach dir jetzt Druck. Jetzt? Ich mach dir jetzt Druck, du triffst nicht. Oh. Einmal 1 Zentimeter mein Arm. Hauptsache du triffst. Ich hab Seiten auf 0, Digga. Ich kenn alle deine Geheimnisse. Ich blöd, ich plaudere sie auch aus. Ich sag der ganzen YouTube-Welt, mit denen du schreibst. Mach. Mach. Guck mal einer nach, ob der Ball kaputt ist. Alper hat nicht. Der war in Ordnung. Ich bin echt nur der Hund, ey.
Ey, du hab ein bisschen Angst um dein Knie. Weil kann. Wer scheiße, ganz kurz, wer scheiße, wenn du jetzt nämlich. Wie kacke wäre das? Wenn jetzt was passiert, wäre scheiße. Deswegen überleg dir das einfach nochmal. Weißt du, du musst ja nicht. Saisonstart zuerst nächstes Jahr. Ja, nee, aber guck mal, wie scheiße das jetzt. Ja, ich hab Zeit für Physio, alles gut. Ja, freust dich so sehr. Mach halt. Ich war zu bissig. Könnt schon viele. Hast du durchgezogen? Nein. Du wolltest zu vieles? Nein. Hey, ja, auf jeden Fall. Ich war zu bissig. Ich streite auch eine Aura aus. Ja, aber auch kann gut, ich mit gute dir Challenges gehen. Heute, Mann. Aber hat wirklich Spaß gemacht, fand ich. Also, Freunde, wir sind nochmal hierher gefahren. Wir werden versuchen als nächste Challenge, also wir wollen ja alle 6 Wochen ungefähr, wie ich oder der, eine Fußball-Challenge hochladen. 80.000 Likes war das Ziel. Abonniert den Kanal kostenlos. Checkt die Männer ab, ich mach die Links in die Videobeschreibung. Ja, nice, auf jeden Fall. Jeder hat meinen schlechten Tag, Freunde. Hey, ich bin eigentlich von der Qualität her hier oben. Mhm. Aber ich hatte wirklich, wirklich sehr dolle Rückenschmerzen. Aber ich bin trotzdem hier. Nächste Challenge wird, glaube ich, wieder sowas sein mit Teams einladen und dann in der Halle zocken. Cool. Hör mal auf den Arsch zu bieten. Ja, das kommt mal ran hier. Kurz nur, ich muss. Ja, schön. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Das war's bei uns. Das